Hallöchen Mädels, ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute mein Update zum Mach-Sie-Alle-Projekt für euch. Ich hatte mir ja 10 Produkte rausgesucht, 5 Pflegeprodukte und 5 dekorative Produkte, die ich innerhalb von 3 Monaten gerne aufbrauchen möchte. Also das ist so mein Wunschtraum, dass ich sie alle aufbrauche. Und ja, ich habe hier meine Notizen am Start und meine Waage, um das abzulegen, um zu gucken, wie viel habe ich denn jetzt verbraucht. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So, wir beginnen mit dem ersten Produkt und das ist die Garnier Body Oil Ölmilch. Und ich muss sagen, dieses Produkt, ja, ich mag das ja sehr gerne, habe ich schon in dem, in dem Einspieler dazu, also als ich den Ist-Zustand gedreht habe, ich weiß nicht, wie man es gerade nennt, sorry, ich komme nicht auf den Namen, habe ich da schon erwähnt, dass ich die gerne mag und ich habe die auch wirklich sehr oft benutzt. Ich merke das auch, die ist schon ordentlich leer. Ich bin gespannt, wie viel jetzt wirklich weg ist davon. Sie hatte beim letzten Mal 215,89 Gramm und hat jetzt ja, 134,42 Gramm. Das ist schon eine Menge, muss ich sagen. 81,47 Gramm sind weg von diesem Produkt und ich habe ja gute, ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung. Fällt euch das auf? Ich denke schon. Ich bin guter Dinge, wollte ich sagen, dass ich dieses Produkt auf jeden Fall bis zum Ende des Projektes aufgebraucht haben werde. Genau. So, weiter geht's mit dem nächsten. Das war das Gatsby Phänomenal. Ja, da ist es mir nicht ganz so leicht gefallen. Ich habe euch das gesagt, nein, ich mag das nicht. Ihr seht das vielleicht im Vergleich zum letzten Mal. Da ist jetzt ungefähr noch die Hälfte drin. Ich habe das echt auf Hängen und Würgen benutzt, weil ich gedacht habe, du musst das aufbrauchen irgendwie, weil das ist mein großes Ziel, dieses Produkt, also alle anderen auch natürlich, aber dieses Produkt vor allen Dingen, weil ich es halt nicht so gerne mag, aufzubrauchen, damit ich es nicht wegschmeißen muss, weil das tut mir immer in der Seele weh, das wisst ihr. Und ja, ich bin gespannt. Letztes Mal hat es 167,09 Gramm und wir stellen auch das mal auf die Waage. 108,35. Ja, somit hätte ich dann fast 60 Gramm von diesem schrecklichen Produkt aufgebraucht und ich bin echt so, so froh. Also ich weiß nicht, was meint ihr Mädels? Habe ich Chancen, das zu lernen? Ich denke schon, oder? Wenn ich mich auch in diesem Monat noch so ranhalte und es jedes Mal in die Haare gebe, obwohl ich es nicht mag, dann werde ich das vielleicht aufbrauchen. Ich muss auch dazu sagen, es bringt mir auch nichts. Also wenn es wirklich dazu dienen würde, meine Haare schneller trocknen zu lassen, für das, was es eigentlich auch, wofür es gedacht ist, also was hier draufsteht, dann würde ich ja sagen, okay, ich nehme das in Kauf, dass meine Haare dadurch ein bisschen strohiger sind, ja, und nicht so schön fallen, aber es hilft auch nicht, dass es die Haare schneller trocknen und von daher ist das immer ein Graus. Aber gut, da muss ich durch, ich habe mir das ausgesucht und von daher wird das jetzt gnadenlos aufgebraucht. So, das dritte ist das Garnier Ahorn Balsam. Das Garnier Ahorn Balsam, ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und zwar der Garnier Ahorn Balsam von der Wahre Schätzereihe. Und da muss ich sagen, ich habe den zwar immer benutzt, wirklich immer, 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 wenn ich meine Haare gewaschen habe, aber der ist, also gefühlt ist das, ist das echt noch fast voll. Weil man braucht auch nicht viel davon, weil es ist sehr reichhaltig und ja, ich bin gespannt, wie viel da weg ist. Das hatte letztes Mal 175,27 Gramm. Und jetzt hat es ja, 174,81. Ist jetzt nicht die Welt. Ne? Ja, das heißt, noch nicht mal ein Gramm ist weg und das hatte ich auch insgeheim befürchtet. Und ich muss sagen, das demotiviert mich sehr stark, weil ich habe das echt jedes Mal benutzt, ungelogen. Warum sollte ich euch belügen? Ne? Da habe ich keinen Grund zu. Jedes Mal habe ich mir das zusammen mit meinem Kleber von Gatsby und meinem Haaröl in die Haare gegeben als Leave-In-Pflege und trotzdem ist da so wenig raus. Und das ärgert mich irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aber gut. Weiter geht's. Wir machen auf jeden Fall hier mit dem Produkt, ne? Das wird auf jeden Fall weiter benutzt. Und das nächste Produkt wäre dann die Alverde Intensiv Handcreme. Und auch hier muss ich sagen, wenn ihr eine, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, also das by the way, ne? Aber wenn ihr eine gute Handcreme sucht und ihr kein Problem damit habt, dass sie nicht gut einzieht, also sprich für nachts, weil da habe ich die auch verwendet, dann schaut euch die ruhig an. Die riecht auch relativ gut, also nach Granatapfel und Karité-Butter. Und ihr wisst, Granatapfel ist meins. Es ist der typische Alverde-Geruch-Gestank, sage ich ganz böse, weil ich mag ihn nicht so. Aber man kann das benutzen und nachts ist die echt gut. Da habe ich die auch immer benutzt. Für die Füße, gebe ich zu, und auch für die Hände. Weil die zieht nicht ein. Sie zieht einfach nicht ein. Ich weiß nicht, was mit dem Ding los ist, aber sie schafft es einfach nicht. Also wenn ihr euch die Hände damit eincremt, dann
Ja, dann könnt ihr nichts anfassen für eine Stunde lang, wenn ich ehrlich bin. Und das nervt mich. Und deswegen habe ich sie halt immer nur nachts benutzt und ich bin gespannt. Ja, in letzter Zeit habe ich sie weniger benutzt, bin ich ehrlich. Weil ich keinen Bock mehr darauf hatte. Aber ja, ich bin gespannt, wie viel hier weg ist. Letztes Mal waren hier drin, also zum Start des Projektes, 42,47 Gramm. Und jetzt sind es 61,36. Ja, sorry Mädels an dieser Stelle, gerade beim Abwiegen ist mir aufgefallen, 61,36 und 42, irgendwas kann ja irgendwie nicht hinkommen, ne? Das ist ja irgendwie eine komische Differenz. Ich hatte mich verlesen, 72,47 war drin am Anfang und jetzt hat sie 61,36 und das heißt, ich habe 11 Gramm und 11 Milligramm aufgebraucht, ja. 11, eine Schnapszahl. Und ja, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Dafür, dass ich sie in der letzten Zeit wirklich nicht mehr so oft benutzt habe, man sieht das auch, ne? Also hier oben ist sie fast leer. Ich denke mal so, die Hälfte wird noch drin sein, weil die ist schon sehr reichhaltig, ihr braucht auch nicht viel davon, ne? Ja, wie gesagt, wenn ihr was sucht, was Reichhaltiges und sollte die noch geben und ihr schreckt euch nicht vor dem Alverde-Gestank, Geruch, Duft, wie auch immer man es ausdrücken mag, ohne böse zu klingen, dann könnt ihr euch die ruhig mal anschauen. Die ist wirklich, wie gesagt, sehr reichhaltig, gerade für den Winter, wenn die Hände so ja, strapaziert sind oder arg trocken sind auch. So, und das letzte Produkt in der Pflegereihe ist der Kiko Lip Scrub und das war das Teil hier. Der hatte beim letzten Mal 16,77. Ich muss sagen, ich habe den, ja, ich habe es oft vergessen, bin ich ehrlich. Und dann habe ich gedacht, oh, da war noch was. Ich hatte mir einen extra ans Waschbecken gestellt, also in den Spiegelschrank über dem Waschbecken, damit ich halt immer dran denke, aber ich habe ihn trotzdem immer vergessen. Ja, und ich bin echt gespannt, wie viel von diesem Produkt weg ist. Wie gesagt, 16,77 hatte er beim letzten Mal und jetzt hat er 16,19. Okay. Okay, das sind zwar nur knapp 60 Milligramm, aber ich muss sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass dieses Produkt auch sehr klein ist, finde ich das in Ordnung. Ja, ich bin gespannt. Wenn ich mich da beherrschen könnte und da auch mal dran denken könnte, dann würde ich den auch wahrscheinlich noch bis zum Ende des Projektes aufbrauchen. Ja, da bin ich auch guter Dinge, genauso wie bei der Bodylotion von Garnier. So, jetzt machen wir weiter. Nächste Seite. Ich blätter einmal um. Mit der dekorativen Kosmetik. Sollte aufhören. Das ist das Essence Blush. Das ist das erste gewesen. Das war das hier, dieses, was kaputt ist, ne? Was ich euch gesagt hatte. Und das hatte beim ersten Mal 22,94 Gramm. Und jetzt stellen wir es mal auf die Waage. Und jetzt hat es 22,79 Gramm. Ja, ist auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich es echt wie ein Wilder benutzt habe. Und es bestimmt jetzt schon 3 Wochen in meiner Schminkbox habe. Und langsam aber sicher wirklich die Nase voll von dem Produkt habe, wenn ich ehrlich bin, und es nicht mehr sehen kann, ist es schon deprimierend, wenn ich sehe, dass da ja gerade mal 15 Milligramm von aufgebraucht sind. Andererseits muss ich halt wirklich sagen, Blush verbraucht sich bei mir sowieso nicht so schnell, also generell ja nicht, aber bei mir sowieso nicht, weil ich nicht viel davon benutze. Ich habe das echt versucht, teilweise also dieses Ding hier zu nehmen und so diesen zu machen. Ich trage den auch heute wieder, weil wie gesagt, der ist in meiner Schminkbox und ich will ihn einfach loswerden, weil mich dieses das Ding hier, dass das kaputt ist, dass mich das nervt. Wir werden wenigstens das Teil aufbrauchen, ja, danach ist es mir ja eigentlich egal. Aber ich habe mir das wirklich so ans Gesicht geschmiert, es sah furchtbar aus, kann ich euch sagen, weil das kannst du absolut nicht verblenden, wenn du das so drauf tust. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, weil eigentlich, diese Kugel war ja dran und das solltest du ja eigentlich so, ich weiß nicht, wie das gehen soll, Mädels, ganz im Ernst. Weil, wenn ich das so mache, wie die das beschrieben haben, dann kann ich das absolut nicht verblenden und ich sehe aus wie ein Clown. Und von daher benutze ich das immer mit dem Pinsel, mach den Deckel halt so rum, ne, gehe dann da rein und dann braucht ihr halt nicht viel. Wie gesagt, zumal ich sowieso nicht so viel Blush trage. Heute ist es echt ein bisschen mehr, aber ja, das ist auch schon so das höchste der Gefühle, was ich an Blush trage. Und von daher, gut, es sind nur 15 Milligramm und es demotiviert mich gerade etwas, aber ich versuche weiterzumachen und ja, weiter das Teil zu benutzen. Ich hoffe, das gelingt mir, weil wie gesagt, ich habe echt die Nase voll davon. Ich möchte mal was anderes sehen, weil ihr versteht, was ich meine. So, dann haben wir da als nächstes das Catrice Contour Kit und hier müsste sich auch einiges, also verhältnismäßig einiges getan haben, weil das habe ich auch benutzt. Ich habe es auch schon seit 3,5 Wochen in meiner Schminkbox. Es ist natürlich noch kein Hitzepan drin, ne? Das dauert auch bei dem Produkt, weil ja, ihr schmiert euch ja nicht Tonnen davon ins Gesicht, ne? Weil ja, sonst sieht ja aus, als ob ihr in Matsch gefallen wärt. Ist dann auch nicht so geil und von daher bin ich gespannt, was damit ist. Das hatte beim letzten Mal 48,27 Gramm und wir wiegen auch das.
Und jetzt hat es 46,90. Okay, knapp 1,5 Gramm sind jetzt nicht so ganz zufriedenstellend für mich, aber gut. Wie gesagt, es ist ein dekoratives Produkt und das verbraucht ihr nicht so oft. Und ich habe es echt, ich habe es nicht nur zum Bronzen benutzt, also zum Konturieren im Gesicht, sondern ich habe es auch als Transition Shade oft als in die Lidfalte benutzt. Heute mal nicht, da habe ich mal was Wärmeres, weil ich da mal wieder Bock drauf hatte, weil die Sonne scheint und ja, ich habe irgendwie Lust gehabt, einen Sommerlook zu schminken, obwohl das jetzt nicht so viel Schminke ist, aber ich mag das auch im Sommer nicht und ich habe da irgendwie Bock drauf gehabt, genau. So, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall habe ich das sehr oft benutzt, um ja, meinen Lidschatten, also als Lidschattenersatz und trotzdem ist es nicht. Na, noch nicht mal mehr ein Hitzepan, ihr seht das. Ja, es nervt mich etwas gerade. Aber gut, ich wusste das, dass es bei dekorativen Produkten einfach nicht so schnell geht. Wo ich aber einen Erfolg verzeichnen kann, und da kann ich einen Riesenerfolg verzeichnen, und das habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, weil so dieses Produkt verbraucht sich bei mir mindestens genauso schnell wie Concealer. Eins im Monat, ja okay, eins ist ein bisschen übertrieben, aber Concealer brauche ich einen im Monat ungefähr, mache ich platt, wenn ich nicht ständig wechsle, ne, zwischen den Produkten. Und bei Puder, das nächste, da brauche ich ungefähr, ja, eins alle zwei Monate ungefähr, oder ja, eins alle zwei Monate oder eins, anderthalb in zwei Monaten. War das jetzt richtig? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich dieses Produkt aufgebraucht. Das ist das Essence All About Matte Puder. Und ja, ihr seht das, es ist ratzeputz leer. Und ich bin so, so froh darüber, weil ihr wisst, dass ich mag es nicht. Ne? Ich habe es euch gesagt, ich sehe damit aus wie ein Geist. Sehe ich öfters mal auch in meinen Make-up-Tutorials, aber damit ist es ganz schlimm, habe ich den Eindruck gehabt. Und ja, ich bin froh, dass das leer ist. Ich habe das, wie gesagt, zum Setten für meinen Concealer benutzt, ganz normal. Und auch hier als mattes Highlight unter die Augenbraue, da funktionierte das auch gut. Und hatte es die ganze Zeit in meiner Schminkbox und jetzt ist der Lohn dafür, dass es leer ist. Das hatte vorher 43,28 Gramm. Wie gesagt, es ist leer, aber ich wiege es trotzdem. Das ist jetzt natürlich die Verpackung. 34,98 Gramm. Okay, und dann seht ihr oder dann sehe ich auch so ein bisschen, wo das, wo der Knackpunkt, sag ich mal, bei diesen dekorativen Produkten liegt, dass die halt nicht so viel, also dass ich nicht so viele Grammzahlen da zusammenkriege, weil die Verpackung wiegt alleine, wie gesagt, schon fast 35 Gramm. Ich habe 8,3 Gramm aufgebraucht in diesem Monat und ja, bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. So, und das vorletzte Produkt war das P2 Gel Make-up, dieses Teil hier. Und da muss ich sagen, war ich auch relativ fleißig. Ich habe es, glaube ich, auch 3 Wochen oder 2,5 Wochen in meiner Schminkbox gehabt. Jetzt halt aktuell habe ich ein anderes drin, weil ich kann es nicht mehr sehen. Ernsthaft. Ich kann es auch nicht mehr auf dem Gesicht anfühlen, weil das ist schon sehr pappig. Und ah, ihr müsst das einarbeiten. Ich habe euch das gesagt, als ich das Produkt, als ich euch das vorgestellt habe. Und auch in meinem Comeback oder Weg Foundation Vergleich habe ich mir das, glaube ich, auch, habe ich euch das gesagt. Dass dieses Produkt diese Macke hat, sag ich mal. Und, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es eine Macke hat, finde ich, habe ich schon gut was aufgebraucht. Also beim letzten Mal habe ich hier noch keinen Boden gesehen. Und ich bin auch hier gespannt. Die Verpackung wird einiges wiegen, denke ich mal. Das hat vorher 93 Gramm gehabt. Und jetzt hat es... Ich muss die Waage anmachen, die ist nämlich ausgegangen. 39,35. Ja, fast 12 Gramm sind auch hier weg und ich bin auch hier zuversichtlich, bin ich ehrlich, dass ich das bis Ende des Projektes aufgebraucht haben werde. Ich habe ja noch 2 Monate sozusagen und ja, ich denke, das werde ich schaffen. Ich werde das auf jeden Fall nochmal für 2 Wochen mindestens in meiner Schminkbox packen und dann müsste das eigentlich gegessen sein, die Kiste. Und da bin ich auch froh darüber, weil, wie gesagt, ich mag es nicht. Man kann das tragen und ich kann das tragen, aber es ist Arbeit und gerade morgens habe ich da keinen Bock. Genau, von daher ja, bin ich auch froh, wenn dieses Produkt leer ist. Und wo ich noch froher bin, wenn das Produkt endlich leer ist und wo ich echt gespannt bin, wie viel ich da aufgebraucht habe, ist bei diesem Lippenstift. Das ist der von Alverde, der Trendy Coral, die 10. So sieht der aus, ich zeige euch den nochmal. Man sieht nicht viel Unterschied im Vergleich zum letzten Mal. Aber ich habe den echt auch benutzt wie der Teufel. Ich habe den auch jetzt. Boah, ich glaube, fast den ganzen Monat wirklich in meiner Schminkbox gab. Habe kaum etwas anderes benutzt, auch am Wochenende nicht. Habe immer versucht, den nachzutragen, gerade wo ich Urlaub hatte, habe ich alle paar Stunden Lippenstift drauf. Das auch so ein bisschen als Lippenpflege genommen, obwohl ich sagen muss, der pflegt die Lippen nicht wirklich. Ne? Das ist ein Lippenstift.
Er ist sehr schmierig auf den Lippen und man merkt langsam, er wird alt. Er hat einfach seine Zeit erreicht und ich würde mir echt wünschen, dass ich den leer machen könnte, weil ja, das wäre dann so mein erster Lippenstift, den ich geleert habe, erstens. Und zweitens, dann müsste ich ihn nicht wegschmeißen, weil ich weiß definitiv, leere ich ihn nicht innerhalb dieses Projektes, dann werde ich ihn wegschmeißen, egal wie viel noch da drin ist, weil der ist schon Überhaltbarkeitsdatum, darf ich euch eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist mittlerweile, ja, der ist schon so alt, dass es nicht mehr zu lesen ist. Ich habe den auf jeden Fall schon ein paar Jahre und Naturkosmetik ist ja so eine Sache. Wie gesagt, er stinkt aber noch nicht, er hat keine komische Konsistenz und von daher habe ich gedacht, gut, versuchst du dein Glück. Ich bin gespannt, wie viel da weg ist. Beim letzten Mal hatte der 17,95 Gramm und jetzt sind es 17,27. Ja, 68 Milligramm sind jetzt nicht die Welt, ich weiß das, aber ich bin trotzdem stolz, dass ich es so durchgezogen habe und ich hoffe, ich kann das die nächsten 2 Monate auch. Und wie gesagt, wenn ich den leeren könnte, das wäre mein absoluter, ja, Wunschtraum bei diesem Projekt tatsächlich, weil ich mag die Farbe, mittlerweile habe ich mich auch echt dran gewöhnt, auch an diese schmierige Konsistenz. Ja, man kann alles, ne? Man kann sich auch alles irgendwie gewöhnen und ich finde den auch nicht schlecht, gerade im Alltag, weil es so eine Mischung aus Rot, Nude ist, sage ich mal ganz vorsichtig, wobei ihr, ups, da lasse ich ihn schon fallen, wobei ihr wisst, ne, dass Nude bei mir nicht ist Tot-Nude, sondern ja, so ein bisschen dezenteres Rot, würde ich sagen. Und ich mag den, wie gesagt, auch wenn der so ein bisschen schmiert, aber man kann damit arbeiten, wenn man ihn ordentlich aufträgt und ja, so ein bisschen, ne, diesen hier macht, also mit der Serviette, ihr kennt das, ne, die Technik, dann funktioniert er ganz gut und ja, von daher würde ich mir wünschen, dass ich den nicht wegschmeißen muss, sondern ihn wirklich aufbrauchen kann. Gut, Mädels, das war's mit meinem Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ja, nächsten Monat wieder. Ja, Anfang April gibt es dann quasi noch einen Zwischenstand und dann gibt es Ende April das Finale. Und da bin ich gespannt, wie viele Produkte ich dann aufgebraucht habe oder wo ich halt einen Erfolg verzeichnen kann. Bis jetzt, wie gesagt, bei einigen, da wusste ich es, dass ich die relativ schnell aufbrauchen werde. Ich gehe mal davon aus, wirklich diese Bodylotion werde ich beim nächsten Mal auch geleert haben. Weil ich da echt, weil ich mich da jetzt im Moment echt dran halte, was ja auch das Ziel von solchen Projekten ist, wo ich einfach merke, okay, ich habe schon viel aufgebraucht, ihr werdet das auch in meinem Aufgebraucht-Video sehen. Ja, mittlerweile sind es 2 Tüten. Lalala, ja. werdet ihr dann sehen, aber ich finde es gut, solche Projekte zu machen und einfach sein Zeug mal aufzubrauchen, weil man kann nicht alles wegschmeißen, ne? Wie gesagt, und ich möchte das auch nicht. Das ist mir einfach zu schade. Gut, Mädels, wieder genug gequatscht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht es euch fein und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!